Montagmorgen, 8 Uhr, macht die Augen auf, schaut auf den Radiowecker, erschreckt. Was? Schon 8 Uhr? Eigentlich hätten Sie um 6 Uhr müssen aufstehen. Okay, schnurstracks, aber in die Küche, erst den Kaffee rauslassen, damit man etwas wach wird. Sie kommen runter ins Wohnzimmer, alles unter Wasser. Geschirrspüler ausgelaufen. Mist, alles zusammengeputzt, sie arbeiten zur richtigen Kaffeemaschine, möchten sich den Kaffee aus der Kaffeemaschine rauslassen. Funktioniert nicht. Jetzt sind sie so richtig, richtig genervt. Also zurück ins Bad, möchten sich die Zähne putzen, nehmen ihre Bluetooth-Zahnbürste in die Hand. Die will nicht. Funktioniert einfach nicht. Okay, halt wieder von Hand, Zähne putzen. Ab in die Garage, dort steht ihre nigelnagelneue Tesla. Sie wollen die Türen öffnen, lässt sich nicht öffnen. Irgendwie schaffen sie es dann doch, hocken drinnen, wenn sie starten. Tesla lässt sich nicht starten. Jetzt ist wirklich schon da oben. Sie nehmen das Taxi, sie kommen ins Büro an. Sie arbeiten im Krankenhaus als IT-Administrator. Wildes durcheinander. Alle rennen durcheinander. Man kann nicht mehr auf Daten zugreifen. Verschlüsselt. Irgendjemand hat Ransomware eingefangen. Sie lösen das während dem Tag. Sie kommen zu Abend heim. Die Tür steht offen. Denken Sie, habe ich echt vergessen, meine Alarmanlage einzuschalten? Nein, haben Sie nicht vergessen. Kommen rein. Ja, ein Teil von Ihrem Inventar ist weg. Wie es der Zufall will, läutet es an der Tür. Die Polizei denkt, wow, sind die jetzt aber schnell gewesen? Nein, sie werden verhaftet, weil sie einen DDoS-Angriff gemacht haben. Können Sie sagen, oh, ein unwahrscheinlicher Fall. Ja, vielleicht alles aneinandergereiht, schon. März, ja, gehackt. Die Firmware, Fehler drin gehabt. Ich hätte Ihre Abwaschmaschine können übernehmen, anderes Programm laufen lassen. Kaffeemaschine, schon im 2008 gehackt worden. Gerade heute, wo alle Geräte immer mehr mit dem Internet verbunden werden. Tja, hat es auch die verwünscht. Zahnbürste 2014, ja, ist auch Bluetooth, hat irgendwo eine Verbindung. Entsprechend hat es auch Zahnbürste verwischt. Tesla, auch das hat es gegeben. Letztes Jahr im September mit der Tesla über Wireless können knacken. Spital, top aktuell. Gerade die Ransomware, WannaCry, die umgeht, WannaCrypt, je nachdem, welche Bezeichnung das man verwenden will. Das Wochenende. Das ist jetzt aus der NZZ am Sonntag. Das war erst einmal so der erste Teil. Da ist man noch von 120'000 Rechner ausgegangen in 100 Länder. Vor allem Großbritannien hat es verwünscht, dort auch sehr viele Spitäler. Und das finde ich ganz eine krasse Aussage. Britische Ärzte gehen davon aus, dass Patienten sterben werden, die man unter Normalbedingungen hätte retten können. Und jetzt ist aus einem Spass in Anführungszeichen todernst wurde. Jetzt geht es plötzlich um Menschenleben. Finde ich ganz eine krasse Aussage, vor allem weil es noch sterben werden heisst. Also wir könnten ihnen nicht helfen. Die Alarmanlage, vielleicht lesen Sie das CT, hat einige Tests gemacht und eigentlich alle Alarmanlagen sind durchgefallen. Dass man irgendwie die macht Türen auf, aufgezeichnet hat, hat es können wiederholen von außen und ist entsprechend reingekommen. Ja, und die DDoS-Angriff, auch das, ganz ein massiver Angriff, wo man vor allem Kameras missbraucht hat. Das heisst, die Kameras, wo man die zuhause einsteckt, es läuft, hat man von außen können übernehmen. Das ist schon lange ein Thema. Wir haben uns sehr teure D-Link-Kameras gekauft für den Serverraum, die auf Bewegung reagieren, die auch im Dunkeln aufnehmen, wenn irgendeine Bewegung ist. Haben wir die natürlich zuerst untersucht, bevor wir das Netz hängen. Und die haben an zwei Adressen geschickt, an 192, 168 irgendetwas. Und die hat heute telefoniert. Wir haben das analysiert, haben das am Hersteller gemeldet. Dann ist ein Firmware-Update gekommen. Die 192, 168 haben es gelöscht, das andere nicht. Also telefoniert weiterhin heim. Wir haben es jetzt auf der Firewall geblockt, eine eigene Regel, dass es keinen Log-Eintrag gibt, aber all die Päckchen prallen dort immer wieder auf.
weil es ist ein Security-Feature, kein Bug. Tja. Ja, Ransomware. Ransomware ist schon ein ganz altes Thema. Schon im 2005 hat es die erste Version gegeben, die angefangen hat, Daten zu verschlüsseln. Das war aber nicht so ein riesiges Thema. Darum war es dann auch lange ruhig. Ein grosses Problem ist ja für den bösen Bub. Wie komme ich ans Geld? Wie komme ich an das Geld? Banküberweisung? Ja, da wissen Sie ja, wo ich bin. Also entsprechend auch dort Lösungen müssen geben. Und seit wir Bitcoin etabliert haben, sieht man auch, wie es massiv zunimmt. All die ganzen Varianten. Das ist jetzt von Symantec, wo nur bis ins 16. Dort geht. Aber Sie sehen, die Pfeile, die Striche sind immer näher beieinander. Microsoft hat dann ein bisschen aufgezeigt, da die verschiedenen Familien, wie aktiv dass die sind. Auch da, man sieht, da sind immer wieder so Wellenbewegungen drin. Man sieht da auf die verschiedenen Detektierungen, auch da, die Kurve, die steigt steil gegen oben. Die verschiedenen Familien, auch, die sind massiv erweitert worden. Das heisst, am Anfang haben wir wenige Familien gehabt und letztes Jahr sind es 101 neue Familien gewesen. Der jetzt im Umlauf ist, ist übrigens die Version 2. Es hat schon einen ersten gegeben. Aber von dem hat man nicht so viel gehört. 101 verschiedene Familien. Und diese Familien, die haben Kinder. Also das heisst, von denen gibt es x Unterarten, die einfach basieren auf dem anderen. Ja, und so der Durchschnitt von der Erpressung von diesen Leuten, die entsprechend auch zahlen, wir waren dort jetzt im letzten Jahr von 1'000 Dollar. Man hat Untersuchungen gemacht, wie bereit sind die Leute zum Zahlen. Was sagen sie? Okay, ich zahle jetzt bei Ransomware, dafür habe ich meine Daten wieder. Und je nachdem, ob man es bei Privaten gemacht hat, ist die Hürde so um die 200 Dollar. Bei Firmen sind wir dann schneller mal bei 1'000, 2'000 Dollar, die sagen, hey komm, nimm das, es geht viel schneller, als wenn ich das Backup muss zurückholen. Gerade in diesem Zusammenhang, im Jahr 2016 geht man davon aus, dass man 1 Milliarde mit Ransomware erpresst hat. 1 Milliarde. Ich habe einfach das falsche Business. He? 1 Milliarde, eine riesige Zahl, was da erpresst wird. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das FBI mal gesagt hat, die Leute zahlen. Und wenn das FBI sagt, zahlen, dann macht man das natürlich auch. Bei uns hört man oft, zahlen nicht, auf keinen Fall. Aber dort ist die Meinung ein bisschen auseinandergegangen. 70% haben gezahlt. 70% haben gezahlt. Das ist doch eine grosse Zahl. 20% haben trotz Zahlung ihre Daten nicht zurückbekommen. Oft auch der Fall, dass vielleicht so ein Netzwerk von der Polizei gerade lahmgelegt worden ist. Und dann komme ich natürlich nicht mehr an den Entschlüsselungscode an. Dann ist es passiert. Oder jetzt beim letzten, vom Wochenende, haben die Antivirenhersteller einen Riegel vorgeschoben. Dann kann es vielleicht sein, dass sie zahlen. Dann würde er eigentlich die Software holen, zum Entschlüsseln. Nur hat das Antivirenprogramm die URL gesperrt. Dann kommen sie nicht einmal mehr als Entschlüsselungsprogramm an. Die Studie geht davon aus, dass alle 40 Sekunden in Deutschland ein Angriff stattfindet. Die Studie sagt leider nicht aus, wie erfolgreich das ist. Aber alle 40 Sekunden gibt es irgendeinen Ransomware-Befall. Wie kommt es rein? Interessanterweise 73% sind immer noch per E-Mail, Phishing-E-Mail, wo ich sie versuche, in die Irre zu führen. WannaCry auch. Ist eine Kombination zwischen Phishing und Wurm. Also es nutzt zwei Sachen aus. Aber der Eintrittspunkt ist wieder ein E-Mail. 53% kommen aus unserer Region, Europa, Mittlerer Osten. Das ist aus unserer Gegend. Und nicht die bösen Chinesen, die da drin sind. 33% haben 25
verschiedene Passwörter, genau oft die gleichen. Also die Standardpasswörter, da gibt es ja immer die Studie 1, 2, 3, 4 auf den Händen, das ist immer noch das wichtigste Passwort, oder 4x8 oder 4x0, was auch immer. Also so ganz klassische Passwörter, die oft gebraucht werden, brauchen die auch, um sich zum Beispiel als Administrator anzumelden. Haben Sie schon mal ein anderes, ist viel schon wieder entsprechend weg. Ja, 2016 war wirklich das Jahr von der Ransomware. Da gab es Sachen, man muss Umfragen machen. Sie verdienen da Umfragen. Finde ich auch eine witzige Idee. Also man muss zuerst eine Umfrage beantworten und dann komme ich wieder an meinen Rechner ran. Oder halt eben letztes Wochenende. Ein paar Bilder aus Deutschland. Da will man eigentlich schauen, wenn der Zug abfährt. Und findet dann das schöne Bild auf der Anzeige. Die Deutsche Bahn hat ja dann vorsorglich alles einmal abgestellt, damit sie eben nicht solche Meldungen auf dem Display hat. Verschiedenste Automaten haben schon gar nicht mehr gebootet, weil ein System 32 Drivers NTFS sonst verschlüsselt worden ist. Also sie haben gar kein Billett mehr können lösen, weil es nicht mehr gebootet hat. Ja, und Bahnhofanzeigen haben so ausgesehen, bitte Aushangfahrplan beachten. Schauen wir den Screenshot noch ein bisschen grösser an. Wir haben hier entsprechend die ganzen Informationen vom Payment, wo man dann hingehen kann. Wir haben die Forderung nach 300 US-Dollar. Und das ist entsprechend die Adresse, wo man mit Bitcoin kann zahlen kann. Ich habe gestern Abend die ganze Folie noch mal aktualisiert. Da hat sie so ausgesehen. Also es ist doch noch weitergegangen, als die NZZ berichtet hat. Doch noch eine grössere Verbreitung gewonnen. Wie kommt es? Ja, ein Phishing-E-Mail. Es ist ein PDF dort drin. Und wenn ich das öffne, geht es auf die SMB-Schwachstelle. Von Microsoft, also es betrifft Microsoft-Betriebssystem. Wäre aber eigentlich mit dem MS-17.0.10 bereits geschlossen. Jetzt haben wir halt wieder die Diskrepanz, habe ich den Patch eingespielt, ja oder nein? Interessanterweise ist ja, dass Microsoft auch für ältere Betriebssysteme einen Patch ausgeliefert hat, also auch für XP hat es einen Patch gegeben. Jetzt kann man sagen, ist das clever gewesen von Microsoft? Jetzt können all die sagen, die XP haben, ja, wenn dann etwas passiert, dann komme ich ja dann noch ein Patch über. Ja, heikel. Sehr heikel. Ich finde es nicht so ein guter Schachzug, weil man tut den User jetzt ihre falsche Sicherheit lassen. Ja, das kommt dann schon. Nachher läuft das Ganze als Service ab. Und Sie wissen, dass Service oft mehr Recht haben als der Administrator. Gerade wenn es als System läuft, könnte ich noch einiges mehr als der Administrator kann. Der ganze Kontakt wird verschlüsselt übertragen, nutzt auch das Tor-Netzwerk, damit man nicht zurückverfolgen kann, wo die Gegenstelle ist. Und die Lösegeldforderung ist in 25 verschiedenen Sprachen übersetzt worden. Also man hat schon ein bisschen Aufwand betrieben, dass wirklich der Hinterste und Letzte versteht, was will der andere von mir. 25 Sprachen. Verschlüsselt die lokalen Daten und auch die, die auf geshareten Medium liegen. Das heisst, wenn es eine Verbindung hat auf den Netzwerkserver, auf ihren File-Server, dann werden die Daten auch mit verschlüsselt. Und zwar 176 verschiedene Typen werden verschlüsselt. 300 Dollar hat man bereits gesehen auf dem Screenshot. Die ersten 3 Tage, wenn sie zu wenig Zeit in diesen 3 Tagen, sie kommen noch eine zweite Chance über. 600 Dollar innerhalb von 6 Tagen. Und das ist die Zeit, die sie haben. Details, auch der ganze Source Code schon auseinandergenommen, finden sie da. Also man hat den schon ziemlich genau auseinandergenommen, hat auch so einen Kill-Switch gefunden, wie man kann abstellen kann. Wenn er eine einzige Verbindung nicht aufbauen kann, dann ist er wie tot. Was man auch gemerkt hat, es gibt bereits Adaptierungen. Wenn die sehen, dass der Port gegen raus da gesperrt ist, das Antivirenprogramm, durch die Firewall,
dann verschlüsselt sie erst recht. Also das heisst nicht, dass er nicht aktiv wird. Bei Bitcoin sieht man entsprechend das Geld, das hingeht, aber natürlich nicht, wer es abholt. Und das ist von gestern Abend. Leider, heute läuft die Seite nicht mehr. Ich wollte gerade vor dem Vortrag noch die aktuellsten Zahlen holen. Aber gestern Abend war es bei $60.000, die die WannaCry-Typen verdient haben. Herzlich wenig. Ich kann jetzt selber durch 300 rechnen und sehen, wie viele Leute das gezahlt haben. Also von dem her, finanziell nicht so lukrativ gewesen. Ich weiß nicht, was heute noch gegangen ist. Also in dieser Nacht, ob vielleicht noch mehr Leute gezahlt haben. Das wäre die Adresse. Ich hoffe, später geht sie wieder. Dann können Sie dann mal schauen, wie gut das der verdient an dem Ganzen. Jetzt kann man sagen, ja, wer steckt denn hinter so etwas? Wer macht so etwas? Melanie hat das versucht herauszufinden. Wer steckt denn da hinten dran? Und es ist nicht mehr eine One-Man-Show. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Das organisierte Verbrechen hat den Weg ins Internet gefunden und man ist wirklich total vernetzt miteinander. Das heisst, wenn Sie irgendeinen an der Peripherie verwischen, das ist ein kleiner Fisch, der vielleicht einen Teil vom Source Code entwickelt hat oder der einen Teil vom Geld entgegennimmt und versucht, über einen anderen Weg wieder zu waschen. Also es ist eine riesige Familie hinten dran. Bei der einen Ransomware ist Melanie wirklich hingegangen und hat versucht, die verschiedenen Typen zu finden. Man sieht auch entsprechend ihren Pseudonamen. Und man sieht schon, der hat ganz, ganz viele von seinen Untertanen, die mithelfen. Die verdienen dann vielleicht 1-3% daran. Das sind Leute, die Zero Days suchen, die Schwachstellen suchen, die Source Code analysieren. Gerade jetzt die Lücken, die sind dann hingegangen und haben geschaut, was ist denn das für eine Lücke, wie kann ich die ausnutzen? Das sind die Typen da unten, die liefern dann das ihrem Papi und der macht den ersten Angriff parat, den er dann loslässt. Also man kann es heute vergessen, einen rauszuangeln, da ist gerade wieder ein anderer da. Ransomware geht eigentlich immer etwa gleich vor. Also es geht darum, mal herauszufinden, was ist die Schwachstelle? Was kann ich kompromittieren? Wie komme ich auf den anderen? Drive-by-Möglichkeit, Phishing, wie jetzt auch der andere. Und entsprechend die Vulnerabilities, die es gibt, die Schwachstellen ausnutzen. Dann installiert er sich, schaut, dass er natürlich im Prozess isoliert ist, dass er nicht gerade gefunden wird. Und schaut natürlich, dass er sich im Memory verstecken kann. Mit dem haben die Antivirenprogramme massiv Mühe, wenn sie im Memory hocken und gar nicht auf die Festplatte kommen. Dann bauen sie eine Verbindung zum Command and Control Server auf, zu der Gegenstelle. Und zwar kann das HTTP sein, filtert heute viele Firmen. Twitter. Ja, ich kann Twitter missbrauchen. Entsprechende Meldung schicken und komme eine Antwort über. Das Tor-Netzwerk. Verschlüsselt. HTTPS. Das schauen schon weniger Firmen an. Aber auch E-Mail. Ich könnte auch eine E-Mail schicken und der schickt mir dann eins zurück, das ich wieder abfange. Und dann fängt er an, zu verschlüsseln und natürlich das System so zu sperren, dass ich nicht mehr drauf komme. Ich will Bitcoins haben, die Online-Währung, mache vielleicht sogar Vouchers, die man entgegennimmt. Ganz klassischer Ablauf wie eh und je. Vielleicht haben Sie ja Lust, mal einen eigenen zu haben, weil Ransomware gibt es als Service. Sie tun einfach die anderen beteiligen, 30%, 40%, 50%, also die langen dann richtig zu, dort vom Ganzen. Das ist jetzt so von einem, wo Sie das ganze Interface können generieren können. Da ist entsprechend ein FAQ noch. Dann haben Sie da natürlich die ganze History vom Ganzen, in welche Version das es ist, welche Antivirenprogramme kennen Sie, welche nicht, entsprechend mit der Dienstleistung und Bitcoin-Adresse, wo ich dann den Rest vom Geld bekomme. Also Sie können sich so eins heute im Internet bestellen
und könnt morgen schon ein WannaCry 3 machen und loslegen. Viele wollen natürlich schauen, ja, was passiert denn? Ransomware zu untersuchen ist gar nicht so einfach, weil praktisch jede Ransomware, die ich bis jetzt in die Finger bekommen habe, schaut, laufe ich auf einer virtuellen Maschine. Also das ist der Code-Abschnitt. Wenn es erkennt, ich laufe auf einer virtuellen Maschine, dann heisst, ich mache gar nichts. Ich bleibe ganz ruhig. Also man muss es fast auf einer physischen Maschine laufen lassen, um zu sehen, was passiert, um die ganzen Verbindungen aufzuzeichnen. Ich möchte mit Ihnen mal den Ablauf durchgehen. Ein Kunde von uns, der hat es einmal verwünscht. Der hat die Firma gewechselt, also im ersten Tag läutet er an, hey, könnt ihr uns helfen? Bei uns sieht der Bildschirm so aus. Ja, die haben einen verwünscht. 500 Dollar entsprechend. Das Coole finde ich ja, man hat hier noch ein File gratis. Aber man kann testen, ob es überhaupt wieder funktionieren würde. Dann kommen die ganzen Angaben. Wie kommt man überhaupt an Bitcoins an? Entsprechend da. Der Preis war 1,3 Bitcoins, entspricht 500 US-Dollar. Der Kunde, der hat das Gefühl gehabt, ja, das müssen wir nicht so genau backen. Es ist nicht so ein wichtiges System. Bis dann die Daten weg waren, hat man gemerkt, es ist halt doch etwas wichtiger. Also, sie hatten kein Backup gehabt. Also ist die Frage, zahlen, nicht zahlen, gar nie gestellt worden, sondern geheißen, ja, wir zahlen. Wir haben dann das gemacht. Entsprechend da geht man hin. Die Adresse, die Adresse, ist ja dort drin gewesen. 1,3 halt durch die Schwankungen, ist bereits 508 Dollar gewesen, ein bisschen Trinkgeld bekommen. Haben dann das übermittelt, das ist dann auch ziemlich schnell abgeholt worden. Da unten. Also man sieht schon, was hingeht, aber nicht wer. Also da hat es einen entsprechend geholt, hat das Ganze bestätigt. Dann kommt man einen Code über. Da hat man die Software, die man herunterladen kann. Man gibt den Code ein und dann fängt das Ding an entschlüsseln. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das gegangen ist, vielleicht 2 Stunden. Nach 2 Stunden kam alles entschlüsselt. Der Kunde hat jetzt Glück im Unglück gehabt. Es ist nicht immer gewährleistet, dass wirklich der Schlüssel zurückkommt. Im Moment, das Letzte, was ich gehört habe, ist, beim WannaCry gibt es keine Software, die das Zeug entschlüsselt. Also man zahlt und kommt doch nichts über. Mutlich ist darum die Kurve nicht so hochgegangen. Ich habe letztens mit einem von der UBS geredet. Die hatten so einen Fall gehabt und haben gesagt, ja, sie seien auf Ransomware gestossen, der einen perfekten Kundenservice hat. Man kann mit denen in Kontakt treten und sagen, hey, ich schaffe es nicht in diesen 3 Tagen, die Bitcoins anzubringen. Dann komme ich einen Aufschub über. Sie hatten einen Fall, der hat gesagt, du, bei uns in der Firma hat es 4-5 Rechner verwünscht, alle mit einem unterschiedlichen Code. Und der ist ja immer zufällig generiert. Die haben Mengenrabatt bekommen. Und der eine hat erzählt, der hat dann sogar noch eine Nachfrage bekommen. Ist alles sauber entschlüsselt worden? Gibt es noch Fragen? Also, es ist wirklich ein Businessmodell hinten dran. Die Aussage von der UBS war oft ein besseres Businessmodell als manche professionelle Firma. Also, es ist schon ja, speziell. Auf der anderen Seite begegnen mir immer wieder so Aussagen wie: an meinen Daten hat eh niemand Interesse. Wir sind so ein kleines Unternehmen. Oft auch mit der Kombination, wir sind keine Bank. In der Regel sehe ich das, wenn ich reinlaufe. Ja, ja, eben, viel zu klein. Ich bin ja nur ein Ein-Personen-Unternehmen, zwei Personen, was auch immer. Und
Ich habe ja ein Firewall, ein Antivirenprogramm. Kann mir ja nichts passieren. Gefährliche Aussagen. Symantec hat den Internet Security Threat Report, wo sie aufzeigen, dass immer mehr Angriffe auf kleine Firmen, 1 bis 250 Mitarbeiter, gerichtet sind. Im 15. knapp die Hälfte der Angriffe richtet sich heute an kleine Unternehmen. In meinen Augen auch ziemlich klar. Während grosse, die haben eine Heerschar von IT-Leuten, die haben Geld, die haben Equipment, Ressourcen, die machen etwas. Und auf der anderen Seite haben wir die Kleinen, wo vielleicht einmal im Monat kommt der externe IT-Admin, vielleicht kommt er einmal in der Woche und den Rest habe ich einen Super-User, der ein bisschen schaut. Und sonst kümmert sich niemand um die IT. Also es ist sehr, sehr viel einfacher, dort mein Geld zu verdienen, als bei den Grossen. So soll ich mir bei den Grossen Zähne ausbeissen, wenn es viele kleine, freiwillige Opfer gibt. Es ist gerade die aktuelle Studie rausgekommen, die kommt immer Mitte April raus. Leider haben sie die Zahlen nicht mehr weitergeführt. Also im aktuellen Report findet man diese Zahlen nicht mehr. Aber ich denke, die Tendenz ist in etwa gleichbleibend. Beispiel aus unserem Dorf. Der Sammy. Der Sammy, der hat es verwutscht mit Ransomware. Ist eine Druckerei allein. Er schafft nur er dort. Und wie es halt ist in der Druckerei, man hat immer genug zu tun. Oh, noch patchen, mache ich morgen. Melde ich kommt zwar, nein, jetzt habe ich keine Zeit, machen wir morgen. Morgen ist es vergessen. Oh, dort müsste ich auch noch etwas machen. Und eines Tages sagt er, jetzt hat es mich verwutscht. Hey, was wollen die von mir? Ich bin allein. Hat es verwutscht. Die Kollegin hat in Wallisellen ein Tanzstudio. Läuft super. Hat einen Stelleninserat gemacht. Hat auch verschiedene Bewerbungen gehabt. Die eine Bewerbung macht sie auf. Alle Daten verschlüsselt. Und das Dumme war noch, das war die beste Bewerbung. Die Leute haben heute Zeit. Die schauen die Stelleninserat an. Und das Anschreiben war auf die Firma bezogen, auf diese Stelle bezogen. Den Rest finden sie in meinem CV. Klar machen sie das auf. Und schon ist es passiert. Ja, es gibt Indizien. Es ist zwar relativ schwierig. E-Mail mit unbekanntem Absender. Ja, kann ein Indiz sein, muss nicht. Auch die. Eine Gesingsuche. Wer schafft in dieser Firma? Da haben sie ganze Firmen, die sauber auflisten, wer schafft alles, in welcher Rolle ist er. Vielleicht sogar mit einer Handynummer, was auch immer. Viele Informationen bereits dort. Aber in der Regel ist es unaufgefordert. Fehlende ersetzte Zeichen, das ist ein bisschen Indiz. Sie können zwar heute gut Deutsch, nicht du gehst in Webseiten, du gehst Passwort ein, aber so mit der E, Ö, Ü haben sie noch ein bisschen ihre Mühe. Verkürzte URL. Ja, über das habe ich heute Morgen schon referiert, wird halt stark genutzt und oft gar nicht eine offizielle Adresse, sondern vielleicht ubs@gmx, irgend so etwas, irgendeine Kombination mit dem richtigen Firmennamen, aber mit einer Erweiterung, wo man sagt, passt irgendwie nicht zusammen. Was auch gern gemacht wird, ist mit Angst arbeiten. Hey, wenn du das nicht machst, dann passiert das. Da ist der Mensch sehr empfänglich dafür. Schmerz vermeiden. Da ist er perfekt drauf. Eben, das Konto wird deaktiviert oder es ist kompromittiert worden. Oder dringende Massnahmen sind erforderlich. Ich habe mal eins bekommen, wo drin gestanden ist. Hey, Dave hat übrigens von dir Bilder im Internet veröffentlicht. Ich glaube, solltest du mal anschauen. Ja, eben immer so Sachen, wo man sagt, ja, könnte noch sein. Oder auch so Sachen, eben, ich habe eine neue Voicemail. Bitte da draufklicken. Ihre Mailbox ist fast voll. Da kann man sagen, ja, das sieht jetzt aus, wie wenn es vom Systemadministrator ist. Klicken wir mal drauf. Neues iFax. Oder hey, mit deiner Kreditkarte ist dann irgendetwas vorgefallen. Ein Konto gesperrt. Schauen Sie die Rechnung an. Das Paket liegt am Empfang unten. Können Sie dort holen. Gerade da, es ist interessant, wie das funktioniert. Immer noch. Obwohl man es schon in 100 Vorträgen erzählt hat, passt auf, so mit DHL-Links, es wird draufgeklickt. Vielleicht erwarte ich ja gerade etwas.
Und heute sehen sie halt gut gemacht aus. Darin ist noch schwierig zu sagen, aber oft hat es keinen bestimmten Namen hinten dran. Außer es sei wirklich personalisiert auf sie bezogen. Sehr geehrter Kollege, sehr geehrter Kunde, ja. Schreibfehler, ja, sehr viele Sachen, die ich überkomme, sind immer noch sehr plump. Ich mache mir einen Spass daraus. Ich schaue die meisten schaue ich an. Ich will wissen, wohin geht das. Wie sieht auch die Webseiten aus, wo es hingeht. Versuche jetzt mir noch etwas unterzujubeln. Sehr spassig. Aber das ist kein Indiz mehr. Sogar im Gegenteil. Man hat einen Source Code gefunden, wo der Kommentar in Russisch war. Und dann haben das die Russen angeschaut. Kaspersky hat dann mal etwas genauer hineingeschaut und hat gesagt: Hey, der Text da, das ist Google Translate Russisch. Einfach zu einer falschen Spur. Ja, wir schieben jetzt den Russen in die Finger. Ja, das habe ich schon erwähnt. Halt irgendetwas, wo ähnlich aussieht, aber völlig an einem anderen Ort hinzeigt. In meinen Augen, Ransomware ist nichts Neues. Wir haben schon gesehen, 2005 ist das Ganze entstanden. Die ersten Versuche. Mit Bitcoin kommen die bösen Buben schneller als Geld. Das hat ihnen einen Weg ermöglicht, das eben breiter zu streuen. Aber sonst, die Thematik, die war schon eh und je da gewesen. Vielleicht ein bisschen eine andere Art. Nicht so mit Rückverbindung und allem. Und die Massnahmen dagegen erzähle ich Ihnen nichts Neues. Alles, was da steht, das kennen Sie. Aber oft geht das immer wieder ein bisschen unter. Man muss sagen, ja, zeigt es da vorne schon wieder. Ja, ich weiß es. Aber trotzdem wird es gerne vernachlässigt. Ich gehe noch mal darauf ein. Weil es mir einfach wichtig ist, Backup. Backup ist Ihre Lebensversicherung. Egal, welche Ratgeber das Sie lesen, welche Webseiten das Sie mit Massnahmen anschauen, egal von welchem Antivirenhersteller, Backup ist immer unter den ersten 3, 4. Immer. Es ist Ihre Lebensversicherung. Und nochmal, bitte das Backup nicht ständig verbunden. Sie haben jetzt auch gesehen, WannaCry verschlüsselt alles, was er findet. Wenn ihr den Server findet, dann verschlüsselt die Daten dort. Wenn ihr das Storage findet, verschlüsselt die Daten dort. Dann sind sie weg. Aktuell halten. Sie haben gesehen, WannaCry wäre gar kein Thema, wenn man gepatcht hätte. Der Patch ist schon lange aus. Wenn die Leute den eingespielt hätten, wäre es vielleicht in der Zeitung so ein Einzieler, es ist dann eine neue Ransomware rum, passt ein bisschen auf. Es hat halt ein riesen Echo gegeben, weil viele halt eben ihre Systeme nicht aktuell haben. Genau darum ist es jetzt passiert. Aber wie vorher erwähnt, es ist nichts Neues. Die Technik funktioniert genau gleich wie seit eh und je. Antivirenprogramm, Intrusion Detection, Intrusion Prevention System, wie sie alle heissen, Links sperren, dass es Zeug nicht holen kann, ja. Genau das sind auch Möglichkeiten, ergänzende Möglichkeiten. Whitelists, Anwendungs-Whitelists. Ich denke, das ist ein Tipp für Profis, weil das ist sehr, sehr schwierig zum Handhaben. Es gibt verschiedene Produkte, auch Microsoft hat ja das in seinem Betriebssystem fix drin, dass sie Applikationen können whitelisten oder blacklisten. Sie können zwei Ansätze machen, dass sie sagen, bei uns ist generell alles verboten, außer die und die Applikationen. Aber es ist ein riesiger Aufwand, um überhaupt einmal zu wissen, was läuft denn bei uns alles? Und dann die also auf eine Whiteliste zu tun. Aber es ist der effektivste Ansatz, weil mit dem Blacklist-Ansatz rennen sie immer hinten rein. Weil das verhindert ihnen nicht, dass eine Software drauf ist. Wenn sie es dann mal erkannt haben, können sie blacklisten, ja. Aber dann ist es zu spät. Dann kommt eigentlich nur der Whitelist-Ansatz in Frage. Und der ist sehr, sehr aufwendig. Vielleicht haben Sie das CT gelesen, vorletzte Ausgabe. Hat es eine Lösung drin, wie man das einfacher machen kann. Und auch schon gerade
hey, diese Dienste müssen ihn unbedingt whitelisten, nämlich die vom Betriebssystem, sonst bootet er nicht mehr. Das wäre eine wichtige Grundvoraussetzung. Aber wenn Sie mit dem spielen, in der Firma, tun Sie es nicht über die ganze OU ausrollen. Machen Sie Tests OU mit zwei, drei Clients und schauen, ob er läuft oder nicht. Ganz, ganz wichtig. Und dort in diesem Artikel wird geschrieben, wie Sie das auch für Ihr Home-Betriebssystem machen können. Also wie Sie sich selber schützen können. Ganz einen cleveren Ansatz. Mit einem Tool, wo Sie das auch zusammenklicken können und sich schützen. Und der Teil eine Netzwerke Sicherheitszone. Zuerst, wo man immer wieder hört, sorry, ich habe ein Gerät, die darf ich nicht patchen. Das verliere ich die Zertifizierung. Es gibt Sachen, wo man sagt, da gibt es gar nicht mehr. Ich höre immer wieder, wir haben noch ein Messsystem, da gibt es gar keine neue Version mehr. Das läuft nun mal mit XP. Ich habe sogar schon 2000er noch gesehen. Es läuft noch dort. Ja, ja. Aber dann isolieren Sie. Tun Sie in eine eigene Zone. Und dort drinnen kann das vorwerken. Der hat keine Verbindung ins Internet und oft auch nur ganz dediziert gegen ihn. Also nur das, was wirklich effektiv gebraucht wird. Und so kann ich das System super isolieren. Zugriffsrecht. Ja, das Need to Know. So wenig wie möglich. So viel wie nötig, steht da wirklich Konsequenz. Es braucht nicht jeder alle Rechte. Muss nicht jeder überall darauf zugreifen können. Und da schauen, wer braucht effektiv welche Rechte. Bring your own disaster, eine Device-Strategie. Ja, dass man sich auch überlegt. Heute ist ja so viel mobil, mit Handys, mit Tablets, Notebooks. Ja, die muss ich mit einbeziehen. Die sind irgendwo unterwegs und irgendwann kommen sie wieder. Und der Chef bringt von seiner Reise noch zwei, drei Viren mit. Wie gehe ich mit dem um? Wie regle ich das? Da gibt es ja auch die Ansätze von NAC, NAP. Bei Microsoft heisst es Network Access Protection, bei Cisco Network Access Control, wo ich noch eine Kontrolle machen kann. Wann ist das letzte Mal nach Viren gesucht worden? Ist er aktuell patched? Und weitere Vorgaben. Können Sie vorgeben, wenn er die nicht erfüllt, kommt er schon gar nicht ins Firmennetzwerk. Gute Möglichkeit. Auch wieder mit Aufwand verbunden. Aber ich hätte eine gute Möglichkeit für das. Forensische Analyse-Tools. Da ist jetzt halt die Frage, wie weit will ich gehen, wenn mal etwas passiert ist? Will ich genau wissen, wie er reingekommen ist? Ja, wenn ich sage, ich will eine Anzeige machen, müssen Sie mit forensischen Tools arbeiten. In der Regel hat man sie wissen ja nicht, dann tut man eine Firma beiziehen, die einem da hilft. Wir können es auch nicht. Gebe ich ehrlich zu, wir machen keine forensische Analyse. Da gibt es andere Firmen, die machen nur das. Wie ist er reingekommen? Wie ist er vorgegangen? Wie ist er weitergegangen? Was hat er gemacht? Mit wem hat er kommuniziert? Dass man dann entsprechend auch eine Anzeige machen kann. Nicht, dass es Erfolg hätte. Wir haben zwar eine Stelle in der Schweiz, aber die arbeiten gerade mal 3 Fälle im Jahr. 3 Fälle. Und nur dort, die sagen, die sind lukrativ, wo man auch gewinnen kann. Gerade war ja ein Musterprozess im Tessin, wo man jemanden verwünscht hat. Ja, das ist der einzige Erfolg, den sie bis jetzt ausweisen können. Also es wird keinen Erfolg haben, aber damit die Versicherung zahlt, ist das oft der einzige Weg, den man gehen kann. Ja, und halt schon 1000 Mal erwähnt worden heute in verschiedensten Referaten, vergessen Sie nicht den OSI Layer 8. Der vor der Tastatur hockt und entsprechend klickt oder eben nicht klickt. Ich weiss, der Mensch geht immer den Weg mit dem geringsten Widerstand. Und man muss ihn stetig wieder darauf hinweisen. Hey, nicht. In einem halben Jahr hat er es wieder vergessen. Es langt nicht, eine Awareness-Massnahme einmal zu machen. Die kommt cool an. In einem halben Jahr. Oh ja, da war mal etwas. Oh ja, stimmt, ich hätte nicht dürfen klicken. Stimmt. Also Sie müssen stetig und stetig dahinter sein. Also wenn Sie da die verschiedenen Punkte auch umsetzen, bin ich überzeugt, dass auch die zukünftigen Ransomware-Versionen Ihnen nichts anhaben können. Es sind Basics. Jeder von Ihnen wird mir sagen, kenne ich.
aber machen muss man es noch. Damit wünsche ich Ihnen eigentlich auch, dass Sie in Zukunft verschont bleiben von Ransomware. Ich hoffe, Sie finden die Zeit entsprechend, dass Sie sich auch dem Ganzen widmen können, dass Sie nicht in dem ständigen IT-Stress untergehen, da noch ein Projekt, dort noch ein Projekt und noch mal ein wichtigeres Projekt, dass Sie die Möglichkeiten haben, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen, damit Sie wirklich immer an vorderster Front mit dabei sind, dass Sie wissen, was man muss machen und noch wichtiger, dass Sie die Zeit haben, das auch zu machen. Dass das nicht ein Job ist, wo oh ja, sollte ich auch noch. Und damit bin ich überzeugt, dass Sie sich auch in Zukunft sicher können verhalten, eine sichere Umgebung haben und geschützt sind vor Ransomware. Danke vielmals.